Ich lebe mein ganzes Leben schon in einer Einflugschneise. Deswegen spreche ich auch immer weiter, wenn die Flugzeuge kommen. Was hast du gesagt? Nee, ich gewöhne mich nicht dran. Da gewöhnt man sich nicht dran. Das ist anders als Straßenlärm oder so, da gewöhnt man sich nicht dran. Es gibt Nächte, da horche ich wirklich ängstlich nach oben und denke, boah, das pfeift so komisch. Ist das alles in Ordnung? Oder obwohl ich mein gesamtes Leben in dieser Einflugschneise wohne, ich habe immer noch Angst, dass mir sowas auf den Kopf fällt. Tegel ist ein Flughafen, den es nur mitten in der Stadt gibt, weil ringsherum eine Mauer stand, als er gebaut worden ist. In dieser Stadt darf es keinen innerstädtischen Flughafen mehr geben. Es darf überhaupt keine innerstädtischen Flughäfen mehr geben. Und jetzt kommt da die FDP daher und meint, sie hätte jetzt endlich ein Thema gefunden. Leute, erzählt mir nicht, dieser Flughafen ist funktionierend. Dieser Flughafen ist gekürt worden als einer der 10 schlechtesten der Welt. Dieser Flughafen ist total runtergerockt. Wenn Schönefeld aufmacht, wenn der BER öffnet, dann kann man davon ausgehen, dass die großen Fluglinien nach Schönefeld gehen. Wenn wir in Urlaub fliegen, dann werden wir schön nach Schönefeld gurken. Das machen wir. Wir fahren nach Schönefeld, um zu unserem Ferienflieger zu kommen. Und über unseren Kopf fliegen die Geschäftsflieger. Ich bin der festen Überzeugung, dass in Tegel nur noch diese Geschäftsleute fliegen werden und vielleicht auch Privatflieger. Ich meine, wir sind eine wachsende Stadt. Diese Stadt platzt aus allen Nähten. Wir brauchen den Platz. Wir brauchen den Platz, den Tegel zu bieten hat. Wenn die Beuth-Hochschule da einzieht und ihren Campus da baut, finde ich das großartig. Der große Park ist notwendig. Die Verdichtung gehört immer stärker in dieser Stadt. Wir brauchen große Grünflächen. Wohnungen werden gebaut und vor allem werden die Hälfte dieser Wohnungen werden Wohnungen sein, die sich auch die Leute leisten können, die sich inzwischen fast gar nicht mehr leisten können in dieser Stadt. Haltet nicht fest an diesem alten Flughafen, sondern stimmt am 24.09. mit Nein.